Ja, wir schauen heute in die Sebener Straße. Dort beginnen in Kürze Abrissarbeiten für einen Neubau am Zoo. Dann schauen wir an die Ulrichskirche. Dort tagte heute der Stadtrat. Und auch die Flughafengegner ließen sich blicken. Und wir schauen ins Kinderschutzhaus Blauer Elefant. Da hat man große Pläne, trotz Baustelle. Mehr dazu jetzt im Stadtmagazin. Und damit herzlich willkommen zu Hallo Halle, Ihrem Stadtmagazin zur Wochenmitte. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, der Stadtrat tagte heute zum letzten Mal in der Ulrichskirche. Ab Februar geht es zurück ins Stadthaus, denn dort sind die Arbeiten am großen Saal fast abgeschlossen. Ein Thema heute war die weitere Finanzierung der Bühnenhalle. Bis 2028 will die Stadt Oper, Theater und Schauspiel mit etwa 137 Millionen Euro bezuschussen. Der Beschluss bekam eine Mehrheit. Trotz Klammerkassen müsse die Stadt ihren kulturpolitischen Auftrag aufrechterhalten, hieß es in der Begründung. Mehr zum Stadtrat gibt es dann morgen hier bei uns bei TV Halle. Ja, und mehr zum heutigen Tagesgeschehen jetzt bei uns im Nachrichtenüberblick. In Halle sind bereits 140 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt worden. Diese Zahl nannte die Stadt im Rahmen ihrer Breitbandoffensive. Ziel sei es, bislang unzureichend mit schnellem Internet versorgte Stadtgebiete bis Ende März ans Netz zu bringen. Damit ist großflächig eine Bandbreite von 30 Megabit pro Sekunde verfügbar. Geplant sind insgesamt 160 Kilometer Glasfaserleitungen. Im Zuge der geförderten Glasfaseroffensive sollen rund 1850 Haushalte, Schulen und Unternehmen in Halle versorgt werden. Dafür stehen insgesamt 11,7 Millionen Euro zur Verfügung. In der Justizvollzugsanstalt am Kirchtor wurde am Dienstagmorgen ein 41 Jahre alter Untersuchungsgefangener leblos in seiner Zelle aufgefunden. Laut Justizministerium seien unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet worden, die jedoch ohne Erfolg blieben. Gegenwärtig werde von einem Suizid durch Strangulation ausgegangen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Der Deutsche war seit Oktober wegen des Vorwurfs schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersuchungshaft. Flughafengegner protestierten am Mittwoch vor der Ulrichskirche gegen den Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle. Im Vorfeld der Stadtratssitzung wurden symbolisch 7 zentrale Forderungen an die Tür der Konzerthalle genagelt. Zugleich suchte man das Gespräch mit Stadträten und Stadtverwaltung. Die Gegner befürchten durch den geplanten Ausbau eine massive Zunahme von Fluglärm und CO2-Emissionen. Zudem vernichte der Flughafen seit Jahren Arbeitsplätze durch Subventionen. Viele Arbeitsplätze entstünden nur durch extreme Dumpingpreispolitik und gingen zulasten von Wettbewerbern, so das Aktionsbündnis gegen den Flughafenausbau. Zwischen 2008 und 2020 wurde der Flughafenbetrieb mit rund 1,3 Milliarden Euro subventioniert. Gegenwärtig sind dort rund 11.000 Mitarbeitende beschäftigt. Das Bestattungsgesetz in Sachsen-Anhalt soll novelliert werden. Kernpunkt ist dabei die interkulturelle Öffnung des Bestattungswesens durch die Zulassung der Tuchbestattung und Aufhebung des Sargzwangs. Damit wolle man der Vielfalt der Religionen im Land gerecht werden, sagte Sozialministerin Grimm-Benne. In begründeten Fällen soll dem Friedhofsträger aber ein Widerspruchsrecht gegen die Bestattung in Tüchern eingeräumt werden. Ab Montag ist die Sebener Straße für den Verkehr voll gesperrt. Bis zum 17. Februar finden hier Abrissarbeiten an einem Haus statt. Die Straßenbahnlinie 8 und die Buslinie 97 werden umgeleitet. Die 8 fährt ab Montag ab der Haltestelle Mühlweg weiter zu den Haltestellen Burg-Giebichenstein, Talstraße und Kröllwitz. Die Haltestellen Emil-Eichhorn-Straße am Klausberg und Burg-Giebichenstein werden nicht bedient. Die Nachtbuslinie 97 wird in Richtung Trotha per Direktfahrt zwischen Burg-Giebichenstein und Sebener Straße umgeleitet.
Mit dem Abriss wird der notwendige Platz für den Neubau geschaffen. Bis Ende 2026 soll hier die neue Informations- und Erlebniswelt am Zoologischen Garten entstehen. Im Freilinghausen-Saal der Frankischen Stiftungen findet am Sonntag das Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert statt. Um 17 Uhr präsentieren sich Instrumentalisten und Sänger in den verschiedenen Kategorien aus dem südlichen Sachsen-Anhalt. Mehr als 25.000 Kinder und Jugendliche beteiligen sich bundesweit auf regionaler Ebene. Der vom Deutschen Musikrat organisierte Wettbewerb wird zum 60. Mal ausgetragen. Der stationäre Einzelhandel im Süden Sachsen-Anhalts steht weiter unter Druck. Das geht aus dem aktuellen Handelsatlas hervor, den die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau vorgelegt hat. Demnach liegt die Kaufkraft deutlich unter dem bundesweiten Niveau. Hinzu kommen Pandemiefolgen und die Ausweitung des Onlinehandels. Erstmals gehen die Handelsflächen an dezentralen Standorten stärker zurück als in den Innenstädten. Statistisch gesehen kommen auf jeden Bürger 1,68 Quadratmeter Handelsfläche. Das sind wiederum mehr als im Bundesdurchschnitt. Der Handelsatlas dokumentiert unter anderem Daten zur Bevölkerungsentwicklung und zum Kaufkraftvolumen. Und wir schwenken das Thema. Seit heute ist das Kinderschutzhaus Blauer Elefant auf der Silberhöhe geschlossen. Aber die Schließung ist nur vorübergehend, denn nach monatelangen Sanierungsarbeiten wurde jetzt der erste Bauabschnitt fertig und Mitarbeitende sowie Kinder und Jugendliche können die neuen Räume beziehen. Doch Baustaub und Lärm werden bleiben, und zwar noch eine ganze Weile. Denn es beginnt der zweite Bauabschnitt und keiner weiß, wann der fertig wird. Immer wieder kommt es zu Verzögerungen. Allerdings soll die Kinder- und Jugendarbeit auf der Großbaustelle weitergehen. Was man 2023 alles plant, das zeigt folgender Bericht. Scheckübergabe beim Kinderschutzbund auf der Silberhöhe. Ein hallisches Unternehmen spendet 1.250 Euro. Es sind Momente wie dieser, die Christian Kühne für ein paar Minuten heiter stimmen. Denn den Rest des Tages wird er sich wieder seiner Großbaustelle widmen. Seit über einem Jahr wird das Kinderschutzhaus Blauer Elefant saniert. Und es geht nur zögerlich voran. Zumindest jetzt gibt es einen kleinen Lichtblick. Wir wollen jetzt sozusagen Anfang Februar umziehen, dann die neuen Räumlichkeiten des ersten Bauabschnittes beziehen. Geplant war das schon vor Monaten und Christian Kühne macht Druck. Denn trotz der Bauarbeiten muss auch die Kinder- und Jugendarbeit weiterlaufen. Und natürlich freuen wir uns darauf, Kindern und Jugendlichen und den Familien unser neues Haus dann auch zu zeigen. Das war sicherlich ein langer Prozess, auch ein Stück weit längerer Prozess als gedacht. Als erstes hatte man die Kommunikations- und Versorgungsleitungen im Haus erneuert. So konnte wenigstens das so wichtige Sorgentelefon am Netz bleiben. Viele Projekte beim Kinderschutzbund hängen an Fördermitteln. Bleiben die aus, geht nichts mehr. Doch für das neue Jahr kann der Chef Entwarnung geben. Wir haben für einige Projekte ja auch Förderbescheide über 2022, 2023, 2024 bekommen. Für einige Projekte immer nur jährlich. Man muss schon anders haushalten, das wissen wir als Haus, das wissen die Mitarbeiter. Aber prinzipiell können wir auf alle Projekte zurückgreifen. 2023 wird für den Kinderschutzbund kein einfaches Jahr. Die Kosten steigen überall, ständig muss umgeplant werden. Doch was geht, soll trotz Bauarbeiten stattfinden. So zum Beispiel die Gala der Jugend, Weihnachtsfeiern und Ausflüge. Schwerpunkt im Sommer ist einfach die Feriengestaltung. Das war letztes Jahr ein absoluter Erfolg mit einer Familienfahrt, mit einer Fahrt für die Kinder, mit einer Urlaubswoche. Insgesamt viele tolle Tagesveranstaltungen. Das haben wir uns einfach auch für dieses Jahr geplant. Auch zum Tag der gewaltfreien Erziehung am 30. April will man mit Angeboten präsent sein. Und natürlich soll auch die Frühstücksversorgung für Grundschulen 2023 fortgesetzt werden. Die Sponsoren bleiben uns weiterhin treu. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir werden das weiter umsetzen können. Immer noch an den zwei Ausweichschulen. Die Hanauer Straße ist ja zum Glück zurückgezogen.
Und was wünscht sich Christian Kühne für 2024? Dass wir uns sozusagen vielleicht mit dem einen oder anderen grauen Haar weniger herumschlagen müssen und dann vielleicht einfach im Frühjahr 24, Sommer 24 einfach sozusagen den erfolgreichen Umbau feiern können. Seit heute wird also von links nach rechts in die ersten sanierten Räume gezogen und deshalb bleibt der blaue Elefant noch bis zum 3. Februar geschlossen. Ab dem 6. Februar ist das Kinderschutzhaus dann wieder regulär geöffnet. Ja, und damit wären wir schon beim Wetter. Auch heute gab es in Halle wieder einen ziemlich ungemütlichen, nasskalten und grauen Tag. Wie es weitergeht in den nächsten Tagen, das sehen Sie jetzt. Der Donnerstag reiht sich nahtlos in die Woche ein mit grauem Himmel und örtlichem Niederschlag. Die Temperaturen bleiben im niedrigen einstelligen Bereich. Zum Freitag gesellt sich leichter Schneeregen und ein frischer Nordwind hinzu. Das Wochenende lädt zum Hoffen auf schöneres Wetter ein. Die Wolkendecke bricht auf, der Niederschlag lässt nach und die Sonne lässt sich vermehrt blicken. Jawohl, genug erzählt für heute. Das war der Nachrichtentag in Halle. Morgen machen wir hier an dieser Stelle weiter. Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und tschüss bis morgen. Das sind die Schlagzeilen am Donnerstag. Teutschenthal, Kita-Gebühren sollen steigen. Flughafenausbau, Demo vor der Ulrichskirche. Jugendkriminalität, Behörden wollen enger zusammenarbeiten. Das und mehr lesen Sie am Donnerstag in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.